Wer wacht nachts bei der Nachtwächterstochter, wenn der Nachtwächter Wache machen muss? Das ist die Frage. Wer weiß, was sie so macht? Ja, ja, ja. Bis Mitternacht mit der Nacht. Lange Zeit. Alle Wächter drehen ihre Runden stumm. Für die Töchter gehen kaum die Stunden rum. Drum, wer wacht nachts bei der Nachtwächterstochter, wenn der Nachtwächter Wache machen muss? Wer bricht ein bei der Einbrecherstochter, wenn der Einbrecher wieder einen bricht? Was fragst du mich? Das gibt nur Räubereien. Es kann eventuell sein. Was denn? Dass der Papa gerade echte Perlen klaut und die Kleine gerade schlechten Kerlen traut. Ja, wer bricht ein bei der Einbrecherstochter, wenn der Einbrecher wieder einen bricht? Jetzt du! Wer tickt ob bei der Optikerstochter, wenn der Optiker seine Oppen tickt? Oh, das ist ein wirklicher Konflikt. Ja, ja, ja. Denn wenn der Optiker tickt, ja, 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 und die ja, Tochter still seine Brillen räumt, weiß man nie, was sie dann so im Stillen träumt. Ja, okay. Ja, wer tickt ob bei der Optikerstochter, wenn der Optiker seine Oppen tickt? Oh yeah! Bei der Kraftfahrerstochter, wenn der Kraftwagenfahrer Wagen fährt. Ich kenn einen, die Tochter, die sitzt zu Haus. Na, was soll sie sonst tun? Er bremst und kuppelt aus. Was soll er sonst tun? Und er fragt sich sehr, käm ein toller Mann, ob die Kleine dann immer bremsen kann. Drum, wer wagt Kraft bei der Kraftfahrerstochter, wenn der Kraftwagenfahrer Wagen fährt? Ich weine, wenn der Nachtwächter wieder einen bricht, beziehungsweise wenn der Optiker Wagen fährt.